Menschenleben in Gefahr ist natürlich immer ein Stichwort, wo sofort alle Alarmglocken angehen. Und man weiß, jetzt ist höchste Eile geboten. Das Problem ist, bei Bränden kann man halt nie genau sagen, ist da noch jemand in der Wohnung drin oder im Haus. Deswegen gehen wir immer davon aus, erstmal grundsätzlich, da könnten Menschen noch drin sein. Halb sieben abends in Delmenhorst. Oliver Heinrich und seine Kollegen von der ersten Wachabteilung müssen ausrücken. Feuer in einem Hochhaus. 1-48-1. 48-1 hört. Alarmstufe Hochhausbrand Y. Es brennt im Sonneparkhaus. Vorletztes Obergeschoss. Zwei Fenster in Vollbrand. Es sind alarmierte Stadtmitte und die DF. Ja, verstanden. Alarmiert wurden wir zum Wohnungsbrand Y. Y bedeutet mit Menschenrettung. Wenn man den Gebäudekomplex kennt, der ist ja sehr groß, weiß man, das kann ein schwieriger Einsatz werden. Da sind viele Menschen in Gefahr. Da schießt das Adrenalin erstmal hoch. Zwei der Hochhäuser in der Siedlung wurden vor Monaten zwangsgeräumt. Auch das Gebäude, in dem es jetzt brennt. Bestätigtes Feuer an zwei Fenstern. Siebtes OG, frage ich, ob Personen links und rechts in der Wohnung. Die Wohnung steht grundsätzlich leer. Problemlos bei diesen beiden Objekten ist, dass da auch teilweise Wohnungslose, also Obdachlose, sich auch einen Unterschlupf suchen. Deswegen müssen wir mal erstmal davon ausgehen, dass da noch jemand drin ist. Oh, hier, guck mal, schon schwarzer Qualm. Ja, hier steht schöne Feuerwehr. Mal gucken, was die WLK wahrscheinlich speisen müssen. Ihr müsst Leitung komplett hochlegen, ne? Da ist nix. Bleib mal hier vorne dann irgendwo stehen. So. Eine permanente Steigleitung für Löschwasser gibt es hier nicht. Die ist erst Pflicht, wenn der Fußboden des obersten Stockwerks mindestens 22 Meter hoch liegt. Thomas, das Halef soll hier mal reinfahren. Brauchen wir nicht so weit schleppen, das Wasser. Ich sag Bescheid. Ja, aber zügig jetzt. Was? Die DLK. Oder sonst, Thomas, ja. Tierlef rein, mir scheißegal, komm. Als erstes. Und dreh leider eben Stopp, Gerd, dass die mir jetzt nicht reinfährt. Ganz hinten rein! Das Tanklöschfahrzeug mit seinen 4000 Litern Wasser soll möglichst nah ans Haus. Ihr macht jetzt erstmal, dass die Wasser kriegen. Ihr macht das Rohr da klar, dass sie hochlaufen. Was denn? Soll ich reinfahren oder nicht? Ja, fahr mal rein, wenn du reinkommst. Die Zwangsräumung des Blocks liegt mehrere Monate zurück. Das brennende Gebäude müsste unbewohnt sein. Eigentlich. Wir bereiten dann einen Innenangriff vor. Also das heißt, ein Trupp rüstet sich aus und muss dann in diese Etage mit seinen Schlauchtragekörben. Und es muss eine Wasserversorgung aufgebaut werden. Und parallel dazu setzen wir die Drillleiter von außen ein. Das heißt, die kann dann schon mal in Stellung gebracht werden und kann dann von außen runterkühlen. Die größte Gefahr war natürlich, dass die Flammen dann oben auf die Dachhaut übergreifen und dann die weiteren Gebäudeteile noch mit in Brand ziehen. Oben ist ja die Dachkonstruktion aus Holz und das Gebäude besteht ja sonst auch noch aus brennbarem Material. Und das war dann das erste vorrangige Ziel, dass man auch dann eine weitere Ausbreitung des Brandes dann verhindert. Je mehr Wohnungen in Brand geraten, desto schwieriger wird es, das Feuer einzudämmen. Die komplette Wasserversorgung, Schläuche, Kupplungen, Werkzeug muss der Angriffstrupp selbst durchs Treppenhaus hochbringen. Bis zur Brandwohnung. Ja. Noch bevor der Angriffstrupp die siebte Etage erreicht, steht die Wasserversorgung für die Drehleiter. Lutz kann in fast 20 Metern Höhe mit dem Löschen von außen beginnen. Über den Löschwassermonitor, der an der Drehleiter ja fest eingebaut ist, hat man dann die Möglichkeit, direkt ins Gebäude einen deutlichen Wasserstrahl abzugeben. Damit waren die ersten Flammen, die auf dem Balkon waren, schnell unter Kontrolle. Und auch die Wucht des Wasserstrahls konnte auch die Fensterscheiben eindrücken. Und ich konnte auch im Inneren des Gebäudes ablöschen. Inzwischen hat der Angriffstrupp den siebten Stock erreicht. Thomas, Wassermarsch! Ihr müsst gucken, ob da noch irgendwo einer ist oder so, ne? Okay. Aus der Wohnung schlugen aus der gegenüberliegenden Seite bereits auch die Flammen raus. Das war ein Zeichen für uns, dass komplett die ganze Wohnung im Vollbrand stand. Und dann sind wir vorgegangen. Die Wohnungstür war bereits offen. Wir konnten uns dann eben halt über diesen Laubengang zu der Wohnung vorarbeiten.
Man hat also immer Respekt vor dem Feuer, vor dem, was einen erwartet. Man geht vorsichtig da rein, aber man geht nie da rein mit irgendeiner Angst. Wenn du da schon da sitzt und sagst, oh, dann wird man jetzt ein bisschen heiß hier und dann sollst du mal überlegen, ob du nicht doch irgendwie Schachfigurenschnitzer wirst oder sowas. Mach mal von außen ins Fenster! Der Angriffstrupp kann nur schrittweise gegen die Feuerwand vorrücken. Nach wie vor ist unklar, ob irgendwo Menschen von den Flammen eingeschlossen sind. Erster Raum hier links, keine Person. Ah, das sieht aber schon ganz gut aus. Die Wärmebildkamera ermöglicht es den Rettern, Glutnester aufzuspüren und mögliche Opfer. Man geht natürlich in die Wohnung rein und bei jedem Zimmer, was man noch auf dem Weg findet, sucht man das Zimmer genau ab. Da lagen noch in der Küche umgeworfene Schränke, sodass man dort auch mal eben guckt, ist da noch jemand. Aber wir haben keine Person in der Wohnung gefunden. Wären Personen zu dem Zeitpunkt in der Wohnung gewesen, hätten die keine Überlebenschance gehabt. Aber wie konnte es überhaupt zu dem Feuer kommen? Die ausgebrannte Wohnung ist unbewohnt. Der Strom schon lange abgestellt. Meine Vermutung ist eben, dass sich da dementsprechend also Obdachlose aufgehalten haben, die sich wahrscheinlich ein kleines Feuer da gemacht haben oder versucht haben, essenmäßig was zubereiten zu können. Ja, und dann ist das Feuer praktisch außer Kontrolle geraten und die haben dann das Weite gesucht. Eine Ausbreitung des Brandes konnten die Delmenhorster Feuerwehrleute verhindern. Feierabend haben sie erst am nächsten Morgen um 7:30 Uhr.